Hi, meine lieben Gruselfreunde und willkommen zurück zu einem neuen Horror-Game. Wir spielen die Vollversion von The Renovator Origin. Ich weiß, die ist schon eine ganze Weile bei Steam draußen. Und vor 3 Monaten habe ich sogar die Demo dazu gespielt und ja, das mir später als nie. Und ich bin echt mal gespannt, was sie aus der Vollversion gemacht haben und würde mal sagen, wir legen los in ein neues Spiel. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Als du die Tür geöffnet hast, kannst du sie mit deinem Körper aufdrücken. Ach, tatsächlich. Knutschtür ist das, eine Knutschtür. Ну что, любимый, ты уже на месте? Ты в мастерской? Да, дорогая. Только зашел в его кабинет. Отлично. А ты уверен, что хочешь забрать его вещи? Да, я хочу, чтобы хоть что-то напоминало о нем. У меня ведь даже нет его фотографии. Хорошо, позвони мне, как соберешь все и поедешь домой. Обязательно, любимая. Думаю, я здесь ненадолго. Я только заберу вещи и сразу домой. Okay, das Hauptgame startet also anders wie in der Demo. Wer ist das denn? Der Geißenpeter. Entschuldigung. Ja, Russisch kann ich leider nicht, ist aber auch nicht weiter schlimm. Oh, wir haben Licht, wir haben Licht. Ja, okay, das ist sehr schön. Meine Maus hängt. Kann ich vielleicht die Mausempfindlichkeit ein bisschen höher stellen? Ich weiß, das ist wieder sehr, sehr praktisch. Ein bisschen zu lasch eingestellt. Ach, das ist doch eine wunderbare Maus. Fantastisch. Wir gucken uns mal in Ruhe. Ich weiß gar nicht, wie lange das Hauptgame geht. Vielleicht so 2 Stunden, ein bisschen länger. Ich weiß es nicht. Ja, Bewegungsunschärfe kann ich leider nicht komplett ausschalten. Das ist schade. Manchmal schreibt der Protagonist Notizen in ein Notizbuch, um sie anzusehen. Klicke drauf, gehe. Finde 4 Erinnerungsstücke deines Vaters. Das werden wir tun. Oh, ein Schlüssel. Sieht aus wie ein Schlüssel zur Haupthalle der Werkstatt. Nein, nicht dort, das ist noch eine Kassette. Kann ich mich ducken? Also die Kassette kann ich nicht nehmen, ich dachte. Nix. Auch nix. Können alle Schubladen öffnen, das ist schön. Das können wir nicht nehmen. Oh. Den Bolzenstein nehmen wir. Den können wir nicht nehmen. Vaters freundliche Mitarbeiter an seinem frühen Arbeitsplatz. Er arbeitete 20 Jahre lang in einem Kunstmuseum, bevor er eine Restaurierungswerkstatt eröffnete. Okay. 4 Erinnerungsstücke mitnehmen. Die Pfeife vielleicht? Nee. In der Demo konnte man ja fast gar nicht rennen, aber ich vermute. Also ich finde, er rennt schon schneller wie in der Demo. Und wir wollen ja auch nicht durchrennen, das Spiel, nur wenn wir wirklich rennen müssen. Ist auch nichts Schönes. Wir brauchen also einen 4-stelligen Code. Okay. Ist er sehr langsam, wenn er geht. Okay. Давно я здесь не был. В детстве я проводил здесь много времени. Es gab ein ähnliches Horror-Game. Das hieß nur The Renovator. Und da sah meiner Meinung nach das Museum ganz genauso aus. Und mir wurde gesagt, dass dieses Game nichts mit diesem Game zu tun hat. Aber scheinbar wohl doch. Denn dieses Museum kennen wir. Also ich zumindest, wenn ihr dieses, das ist so eine kurze Demo von 1 Stunde oder so. Da haben wir genau in demselben Museum gespielt, aber da waren wir auf der anderen Seite. Da war, meine Maus, da war, das hier aber noch nicht abgesperrt.
Надеюсь, полиция ничего не заметит. Ach was, das gebe ich die Polizei an. Alles unnass. Dass so eine Vorgeschichte zu dem Game ist? Eine alte Streichholzschachtel ist ein bisschen feucht, aber sie könnte sich als nützlich erweisen. Aha. Das werde ich jetzt mal nicht sagen. 9 Uhr aufstehen, 13 Uhr Fernsehen, 14 Uhr Zeitung lesen und 14 Uhr 8. Seltsames Verhalten. Also ich habe ja deutlich vermutet, dass es was damit zu tun hat. Das ist nämlich 1:1 dasselbe Museum. Um ein Objekt genauer zu betrachten oder zu sehen, was in der Ferne ist, klicke die rechte Maustaste. Aber bis jetzt gefällt mir richtig gut. Auch grafisch, technisch, Statue, kennt man alles. Auch das Szenario können wir vorher durchgucken. Oh, da ist jemand. Da ist niemand mehr. Das, ach, guck mal. 14:02, ist das der Code? Für den Tresor vielleicht? Интересно, почему отец наблюдал за этим человеком? 14:02. Oh. Mein Vater hat es mir geschenkt, als ich noch sehr jung war, und es ist schön, dass er es behalten hat. 14:02, ist das hier? Brille meines Vaters. In letzter Zeit bin ich mit der Arbeit überhäuft worden, als ob sich auf einmal alles wieder für Kunst interessieren würden. Der letzte Auftrag sind die Restaurierungen des Grammophons, des Gemäldes, Flötenspieler, eines alten Schminktisches und ein Globus. All das muss rechtzeitig für die Ausstellung, die in 6 Monaten stattfindet, fertig sein. Jedem Exponat wurde eine Erläuterung hinzugefügt, aber ich habe diesen Zettel leider verloren. An was ich mich erinnere, ist, dass jedes Exponat mit einer gewissen irgendwas verbunden ist. Das steht alles auf der Brille drauf? Das ist ja eine magische Brille. Ein altes Fotoalbum meiner Familie. Es gibt keine Bilder von meinem Vater. Er erzählte mir, dass er es seit seiner Kindheit hasste, fotografiert zu werden. Das kann ich gut verstehen. Ich hasse es auch. Eine Notiz. Ein Teil des Tagebuchs, das mein Vater seit seiner Kindheit geführt hat. Ihr lesen. Telefonnummern. Svetlana Larina, 26043. Vitali Vig. Torovic, 26253, Alexei Malt, 26214, Umzugsunternehmen 8800 und dreimal die 53 und die 5 in Safecode 19. Safecode 19. Rücksetzen noch was? Nee. Ein Püppchen. Mein Traum, Astronaut zu werden, ist nie verschwunden. Das ist schön. Und Sammelobjektchamber. Oh, die Basis ist kaputt. Надеюсь, это была не одна из тех вас, которой больше сотни лет. Ich hatte nie die Gelegenheit, diesen Film zu sehen, obwohl ich diese Kassette schon seit 2004 besitze. Mali Live 3. Okay, was ist hier drauf? Eine Aufnahme von meinem Schachturnier, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe sogar einen Preis gewonnen, aber mein Vater hat mich nie gelobt. Nie. Warum nicht? Tresor-Code 19. Oh Gott, ich hab's geahnt, was passiert. Ein Teil des Tagebuchs schon wieder. Erinnerung zur Hölle. Ich schreibe seit meiner Kindheit alles in ein Tagebuch, aber ich habe einen Teil der Seite mit dem Passwort für den Safe verloren. Ich war kurz davor, den Techniker zu rufen, und dann, als ich in der Nähe des Teleskops spazieren ging, erinnerte ich mich, dass ein Teil des Codes mit der Hausnummer des Nachbarn übereinstimmt, den ich beobachtete. Moment. Das war nochmal durch das Dings gucken hier. Der Hausnummer. Was ist die Hausnummer? 5719 ist der Code. 5719. Gibt es jetzt hier noch was? Was ich mir nicht angeguckt habe.
не поддается. 57,19. Ich hoffe, es hat keine Auswirkungen mit der kaputten Vase. Der kann viel länger rennen. Wahnsinn. 57,19. Mal gucken. Ah, nu? 57,19. 1957 vielleicht? Aha. Sieht aus wie der Schlüssel vom Lagerhaus der Werkstatt. Okay. Ach, wahrscheinlich der andere Raum, ne? Meine Maus hängt immer ein bisschen fest. Das Bild steht aber eben noch nicht hier. Ich habe eine Anomalie entdeckt. Wer hat sie auch gesehen? Der schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Oh Gott, mein Schatten. Ich dachte schon mal, was ist das, ey? Отец не мог просто оставить это на полу. Das kannst du. Du wirst. Ach, das war ich? Kann man nicht anhalten, die Lampe? So. Кажется, я видел кусачки в кабинете отца. Возможно, я смогу перекусить замок. Wir haben doch oben einen Bolzenschneider gefunden hier. In dem anderen Moment mal kurz. Ah, besser. So. Bolzenschneider. Wir hatten doch nebenan einen gesehen. Irgendwo. Wo er den nicht mitnehmen wollte. Hier hinten irgendwo. Kette kann man nicht nehmen? Nee. Aber ich finde es gut, dass er jetzt schneller rennen kann. Das ist schön. Oh, ich brauche mein Handy wieder. So, bin wieder da. Sorry, Leute. Ich wurde gerade unterbrochen. Wie so oft. Nein, lass die Tür offen. Bist du denn verrückt geworden? Ich hab doch... Ja. Ach, benutzen. Mit 1, okay. So, mehrmals drücken. Okay. Wenn der Gegenstand sehr niedrig ist. Also, wenn er unten ist, kannst du ja, kannst du dich ducken, ich weiß. Ich sehe aber, gibt es kein Licht. Nee. Noch eine Tagebuchseite. Ich bin in letzter Zeit mit Arbeit überhäuft worden, als ob sich alle plötzlich für Kunst interessieren würden. Der letzte Auftrag, das habe ich ja vorhin schon gelesen. Stand auf der Brille drauf. Oh je. Ach, guck mal. Eine alte schäbige Kamera. Es ist merkwürdig, dass er so etwas Seltenes in der Truhe aufbewahrt. Noch so eine. Streichhölzer. Gehen wir mal hoch. Er geht sogar allein nach oben. Das ist schön. Kinderzeichnung meines Vaters, er hat mir nie erzählt, warum er sie gezeichnet hat. Okay. Aber warum ist denn das hier so dunkel? Wieso habe ich ja keine Zeichnung? Oder muss ich dafür die Streichhölzer benutzen? Nee, kann ich nicht. Okay.
Aber ich sehe hier gar nicht. Jetzt. Was, wenn ich irgendwas verpasse, weil es hier so dunkel ist? Hier ist noch mehr Licht. Черт, сколько лет прошло, а мяч до сих пор не сдулся. Dasselbe Spielzeug aus der Kindheit meines Vaters, es jagt mir immer noch Schauer über den Rücken. Okay. Noch mehr Kerzen. Achso, da kommt man nur hin. Wenn die Schnur kaputt ist. So. Ist gerade der Zeiger so dick geworden. Oh, ich sehe gar nicht, wo mit Licht. So, jetzt sehen wir was. Ein rostiges Brecheisen, vielleicht kann ich damit etwas aufbrechen. Was ist das denn hier? Ja, das kann ich leider nicht lesen, weil es zu dunkel ist. Ich hoffe, dass es nicht wichtig ist. Wer hätte da so eine Maske auf dem Dachboden? Mal kurz eine Sekunde, kann man das nicht ein bisschen heller stellen? Soll das wirklich so dunkel sein? Ich kann es aber auch nicht heller stellen, scheinbar. Nö. Dann soll es so sein. Kann mir noch eine Kerze anzünden? Ich sehe hier gar nichts. Was soll denn das? Hier ist noch eine Kerze. Moment. Kann ich aber nicht anzünden. Kann ich hier nicht eine Kerze mitnehmen? Oder kann ich mich ducken und durchlaufen? Nee. Ich sehe hier überhaupt nichts. Das kann doch nicht richtig sein, dass es so dunkel ist. Ach, hier, guck mal. So. Moment, ich will erst den Zettel lesen. Tagebuch wieder. Ich könnte schwören, ich habe dieses Experiment irgendwo schon einmal gesehen. Es war wie ein Déjà-vu. Sobald er aus der Kiste befreit wurde, begann sich eine Kälte im Raum auszubreiten. Selbst die Möbelpacker bemerkten das und innerhalb von einer Minute verließen sie meine Werkstatt in Eile und ließen mich allein mit diesem Gefühl zurück. Sieht aus wie der Stein eines Rings. Ah, CJU, wie geil ist das denn? Den kennt man, der ist auch voll cooler YouTuber. Oh, cool. Нет пленки. Weil ich hier gar nichts sehen kann. Also, ich habe so eine Schublade. Also, ein Feuer, eine Lampe wäre echt geil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so mega dunkel sein soll. Wahrscheinlich kommt mir wieder nur dunkler vor, als es ist. Weil ich Licht anhabe für meine Kamera. Kann ich was aufbrechen? Was denn? Ist ja nach unten, ich weiß nicht. Irgendwo? Ach, ich bin es wieder, weil ich gegen die Lampe geknallt bin. So. Was könnte man damit aufbrechen? Immer noch mal zurück, ob ich irgendwas übersehen habe, noch ob hier irgendwas
nicht aufging. Hier haben wir angefangen. Wieso bewegt sich der Schaukelstuhl? Das finde ich echt kacke. Schon gelesen? Lieferschein. Ein Dokument über die Ankunft von Exponaten. In Werkstatt zur anschließenden Restaurierung. Darunter Gemälde Flötenspieler, Grammophon aus dem 19. Jahrhundert, Gemälde zwei Prinzen, antiker Toilettentisch und Globus aus dem 15. Jahrhundert. Wir müssen bestimmt hier unten weiter, aber ohne Licht, das ist doch fast nicht möglich. Wer soll denn da was sehen? Nämlich echt liebend gern die Kamera anlassen, aber wenn ich nichts sehe. Schon blöd. Kann ich die Leiter mit? Nee. Oh, ich dachte, da steht einer. Oh, hier ist was. Заклинило. Okay, mehrmals drücken. Ich hoffe, man sieht gleich irgendwas. Wir kriegen eine Lampe oder so. In der Demo hatten wir wenigstens ein Licht, eine Lampe oder so. Das hier? Ein altes Band. Wieso hat es Vater im Keller aufbewahrt? Ich weiß es nicht. Hat sich was gedacht dann dabei? Sehen Sie sich die Filmrolle auf dem Dachboden an? Ach so, okay. Was ist da hinten? Не поддается. У кого-то умлев тема дома. Странно, в здании же никого не было. Mal, ob wir uns die Filmrolle angucken können. Ich dachte, der meint so eine Kleberolle, dachte ich, das hat er liegen lassen, aber nie. Wieso ist das Licht schon wieder aus hier? Die Kerzen, die ich angezündet habe, die sind schon alle aus. Okay, jetzt sehe ich wenigstens wieder ein bisschen was. Aber das ist schon ein bisschen blöd gelöst. Ich sehe hier überhaupt nicht, wo ich hingehe. Um seltsame Dinge in einem Foto zu finden, halte die Maus 2 Sekunden lang gedrückt. Wie cool. Was ist hier komisch? Warum die Hand? Теперь понятно, почему отец не любил фотографироваться. Что-то преследовало его с самого детства. И на одной из фотографий я видел знакомую картину.
Das Haus aus der Demo, glaube ich, die Wohnung. Noch was Seltsameres? Nee, ne? Ob ich das übersehen habe, aber es waren, glaube ich, die einzigen Sachen. Ein Foto meines Vaters finden. Ich sehe ja schon wieder nichts hier. Нечем поджечь. Ach, wir haben keine Streichhölzer mehr. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Hier rum, okay. Bild meines Großvaters finden. Mal nach unten. Ah, es ist im extrem dunkel, dass man das nicht heller stellen kann. Das ist ja ein bisschen komisch. Ja, in der Demo hatten wir in der Wohnung hatten wir ja wenigstens eine Taschenlampe oder sowas. Foto meines Vaters finden. Oh. Hier kannst du deinen Spielstand speichern, indem du die Schaltfläche klickst. Ach, ach, wie cool. Willkommen bei Resident Evil. Wie nice, das gefällt mir gut. Komm ich jetzt hier raus? Ach so, in der Mitte drücken, okay. Mein Vater liebte verschiedene Arten von Schatulen und Kisten. Er bewahrte in ihnen wertvollsten Dinge auf. Кажется, все вещи собраны. Можно ехать домой. Okay, wir können nach Hause gehen. Wir haben alles gefunden. Hauptaufgabe. Verlasse die Werkstatt. Die Frage ist, finden wir das Foto unseres Vaters hier oder in der Werkstatt oder wenn wir die Werkstatt verlassen? Ja, weiß ich, dass hier auch immer komische Dinge passiert sind. In dem anderen Game. Das heißt, glaube ich, nur The Renovator. Und es ist auch kostenlos. Gibt es ja, glaube ich, bei Steam. Ob hier noch ein Bild ist von unserem Daddy? Was ist das Mitarbeiter? Das ist keins von unserem Dad. Okay, das ist auch nicht interessant scheinbar. Nicht relevant. Ja, auch nicht. Ich guck nur mal. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir halt. Okay. Это какая-то шутка? Das glaube ich eher Странно. nicht. Дверь была открыта, когда я пришел. Мне показалось, или что-то врезалось в окно? Ja, das sehe ich auch gerade, einen Vogel. Handy klingelt. Ты уже собрал вещи? Да, но кто-то решил подшутить и запер входную дверь. Стой, а разве у тебя нет ключа? Нет. Когда профессор Яновский пригласил меня забрать вещи, он сказал, что дверь будет открыта. Что? Ты шутишь, да? Яновский умер 2 года назад. Алло? Алло? Вот черт. Фантастич. Тогда кто пригласил меня сюда? Ich habe keine Ahnung. Jemand, der genau wusste, dass du in die Falle läufst. Weil er wusste, dass du auf jeden Fall kommst. Gar keine andere Wahl hast. Ich habe Angst, ich habe echt Schiss gerade jetzt.
hier nochmal reingucken? Der Typ am Fenster, sieht der uns? Guckt der noch? Der ist weg. Da hinten. Aber speichern können sie auf jeden Fall wollen. Also Mitte schließen, das habe ich vorher nicht gesehen. Dann speichern wir einfach mal. Kann einem nicht schaden, vor allem wenn man nichts sieht. Aber was mache ich jetzt? Finde einen Weg, um die Werkstatt zu verlassen. Ohne Streichhölzer ein bisschen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Oh Leute, es tut mir so leid, ne? Um die Lampe zu benutzen, musst du Kerosin in deinem Inventar haben. Das Kerosin wird allmählich abnehmen, die Lampe zu entfernen oder zu nehmen, drücke T. Oh Leute, es tut mir so leid, ohne Scheiß. Man hätte die ganze Zeit was gesehen. Ich habe es echt nicht gesehen. I'm so sorry, Leute. Frage, was machen wir jetzt? Geh mal runter. Oh Gott, ich hab das echt nicht gesehen, ey. Dann ist das Spiel nicht schuld, dass es dunkel ist. Einfach meine Doofheit. Hier ist so eine Tür. Bewegt sich nicht. Habe ich das Brecheisen noch? Ja. Kann nicht verwendet werden. Das auch nicht. 96 Kanister, ist das richtig? Ist ja nicht. Was mache ich jetzt? Liegt hier irgendwo was? Нечем поджечь. Würde ich mal sagen. Gehen wir nochmal nach oben zum Dachboden. Da haben wir auch so viel nicht gesehen, weil ich die Lampe nicht hatte. So, mal nach oben. So, mal gucken. Ah, hier ist Kerosin. Nehmen wir mal gleich mit. Können wir es lesen, ne? Never. Glaube ich nicht wirklich wichtig. Das haben wir alles nicht gesehen, weil ich die Lampe nicht gefunden habe. Ich depp. Weiß ich nicht. Wo ich hin soll? Der Fernseher an? Nee.
Irgendeine Möglichkeit muss es geben, hier rauszukommen. Ich hab bloß nicht welche. Kameras wollte er nicht nehmen? Nee. Weil der hat Schwachsinn nicht. Hier waren wir eben unten. Kann ich auch nicht benutzen? Geht das hier auf? Nee. Wie komme ich jetzt hier weg? Schlüssel habe ich auch nirgendwo gefunden. Nee. Am Globus irgendwas? Nee. Hier irgendwo? Liegt irgendwo ein Schlüssel versteckt oder so? Seltsam, ich könnte schwören, die Äpfel waren frisch, als ich hierher kam. Das ist wirklich sehr seltsam, ja. Mal kurz hier durchgucken. Hier hüpft da mal rum, ne? Das ist aber bekloppt, der Typ. Ich bin gerade echt ratlos. Tür geht nicht auf. Im Keller haben wir schon im Ausgang. Ist hier noch irgendwas? Unten irgendwo? Nee. War Schachspiel? Nö. Не поддается. Also haben wir auch alles aufgenommen. Oh. Das ist genau das Bild, das ich in den Kinderfotos meines Vaters gesehen habe. Er hat es von seinem Großvater. Ach, guck mal. Ach so, okay, da steht's ja. Okay, von der Tür im Keller, alles klar. Ah! Hey! Что ты тут делаешь? Куда он пропал? Ich will hier raus, ich will nur hier weg, bitte. Ich bitte einfach hier raus, ich habe echt Schiss gerade. Oh Gott, das ist gruselig. Gruseliger, wie die Demo war. Das können sie wirklich gut, ey. Einen Angst und Schrecken versetzen. Oh nein, da müssen wir unten durchkrabbeln, oder? Tagebuch wieder. Okay. Herrje, ich dachte schon, ich hätte das Familienerbstück verloren. Ein Ring. Mein Vater erzählte mir, dass dieser Ring ihm in schwierigen Momenten half, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe ihn aufgehoben und leider ist der Stein im Inneren des Rings abgefallen. Sobald ich ihn repariert habe, werde ich ihn an meinen Sohn weitergeben.
Kerosin. Ein Labyrinth hier, wo soll ich zuerst hin? Was ist denn hier hinten noch? Sackgasse. Oh Gott. Спокойно. Это всего лишь разыгралось воображение. Das ist nicht deine Fantasie. Wir sind am Arsch. Kinder, also, er hat mir nie erzählt, warum er sie gezeichnet hat. Oh nein. Noch genug Kerosin. Wir müssen irgendwas mit Licht anleuchten, ne? Licht wird uns beschützen, oder? Weil es so spät war, sieht das voll furchtbar. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hoch muss oder ob ich hier unten bleiben soll. Das ist die Aufgabe. Den Weg, die Werkstatt zu verlassen, finde ich den Familienring. Streichhölzer, sehr schön. Familienring, wo bist du? Okay, mal fangen wir wieder hier an, wenn irgendwas ist. Familienring. Wo könnte dieser sein? Jetzt immer noch bekloppt. Kann ich nichts machen? Wenn er den Familienring. Frage ist, ist der nur unten oder kann der wohl überall sein? Wo ist der Familienring? Muss wieder runter, ne?
Ich will da nicht runter. Aber komm noch Kerosin. Auch kein Ring. Im Kreis gelaufen, ne? Einen Ring finde ich hier nirgendwo. Kerosin reicht erstmal noch. Kerosin noch zersetzt. Sehr schön. Immerhin. Wir gehen mal nach oben wieder. Wo könnte der Familienring sein und wie finde ich den Weg raus aus diesem Irrgarten hier? Nimmt er mal nicht mit dem Fotoapparat? Ja gut, am Dachboden vielleicht, ne? Da können wir nochmal hochgehen. Ansonsten irgendwo da draußen, aber ich weiß nicht wo. Kann man auch nicht kaputt machen oder so. Nichts kann man nicht machen. Geht nicht auf.
Maske kann ich nicht nehmen. Sieht auch nicht nach dem Ring aus. Auch kein Ring. Нечем поджечь. Ist auch nicht. Wo soll der Familienring sein? Wir müssen jetzt die anderen Gegner nochmal absuchen. Die waren eigentlich uns unten überall. Bild macht auch nichts, hier kannst du auch nichts abdecken. So, wir müssen uns hier nochmal umgucken. Können wir irgendwelche Vasen irgendwas zerstören? Vielleicht ist da der Familienring irgendwo drin. Vogel mit der Eule hier irgendwas? Nee. Irgendwas mit dem Globus. Nee. Mit der Statue irgendwas? Nee. Kann man nicht abmachen? Mal auch nicht abmachen. Ich weiß echt nicht, wo das der Familienring sein soll, beziehungsweise wie ich hier rauskommen soll. Ich kann irgendwas anfassen, runterschmeißen oder so. Wie so ein komischer Handabdruck. Aber auch nichts anders, ne? 13 Uhr Fernsehen, 14 Uhr Zeitung lesen. 14 Uhr 8 seltsames Verhalten. Schau deinen Nachbarn zur richtigen Zeit an. Ich habe echt keine Ahnung. Hier irgendwas noch näher ran? Nee. Eine Schatulle irgendwas aufmachen? Nee. Näher an das Bild ran, irgendwas machen hier.
Wir haben auch keinen Schlüssel mehr. Wir können uns auch nicht angucken mehr genauer, ne? Nee. Auch nicht. Auch nicht. Kombinieren, ja, aber wir haben den Ring nicht. Ja, Alter macht auch nichts. Da ist ja auch nichts, da war der Schlüssel dran. Ich werde es gleich nachgucken müssen. Ich habe keine Ahnung. Ich renne jetzt hier nicht eine Stunde rum und weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Winter 58. Ja, klar, das Game heißt aber Summer 58. Telefonieren können wir auch nicht. Auf der Rückseite hier bei dem Bild was? Nee. Ja, auch nichts greifen mehr. Irgendein Buch, irgendwas versteckt. Mein Vater hat nie Ärger getrunken, er hat sogar die seltenste Flasche ins Regal gestellt. Warum ist ja eine Schule umgekippt? So, ich bin wieder da. Ich muss jetzt wirklich nachgucken. Ich habe einfach keine Ahnung gehabt. Ich war bei dem guten CJU gucken. Er hat das Game nämlich schon gezockt. Wir müssen wieder zurück in den Keller. Und zwar da, wo der Kleiderschrank war, wo die Hände geklatscht haben. So. Нечем поджечь. Durch die Tür. Wo ist der Kleiderschrank nochmal? Wenn der geklatscht hat, wo war das hier? Wenn man sich duckt und dann darauf geht, findet man den Ring. Ein sehr, sehr alter Familienring, ich erinnere mich, dass mein Großvater ihn trug, aber es fehlt ein Stein. Den haben wir aber. Fantastisch. Können nochmal speichern. In schwierigen Zeiten wird der Ring helfen, deinen Weg zu finden. Er wird anfangen zu leuchten, wenn das gewünschte Objekt in der Nähe ist. Um den Ring zu entfernen, drücke ER. Кажется, я видел детские вещи отца на чердаке.
muss es wieder. Ja, mal nach oben und speichern nochmal. Ich habe den Ring echt nicht gesehen, Leute, ohne Scheiß. Ich habe echt nicht gesehen, dass es ein Ring sein soll. Speichern wir nochmal. Dann müssen wir nicht alles von vorne machen. Okay. Also ab zum Dachboden. Denn die Aufgabe lautet jetzt, finde einen Brick aus der Werkstatt, der finde Vaters Gegenstand auf dem Dachboden. Okay. Bin ich tot? Ich werde gespeichert. Jetzt speichert noch mal alleine. Schön. Sto za... Где я? Ich habe keine Ahnung. Das kann ich schon vergessen. Кажется, я узнаю это место. Вроде бы это квартира, в которой вырос мой... Не поддается. Willkommen in der Demo, meine Freunde. Я не знаю комбинацию. Willkommen in der Demo. Und wer ist das? Meine Großmutter ist Lydia Ivanovna. Ich habe nur warme Erinnerungen an sie. Gab's da irgendwo Lichtschalter hier? Oh Gott. So. Черт, надо заменить лампочку, иначе в темноте я ничего не найду. Gar nicht mehr genau, wo man jetzt. Не поддается. Sicherung wieder eingestellt hat. Abhalten. Okay, wie können wir das aus der Kindheit erfahren? 4. März 1957, mein Vater sagte, dass ich eine Menge Fantasie habe. Aber ich weiß genau, dass ich mir das alles nicht ausgedacht habe. Alles fing an, als meine Eltern aus Rumänien wieder zurückkamen. Manchmal, wenn ich am Spiegel vorbeigehe, verhält sich mein Spiegelbild eigenartig. Es scheint so, als würde das Spiegelbild langsamer als ich gehen und ist dabei immer meine Richtung gedreht. Aber sobald ich das Licht in mein Zimmer ausschalte, verschwindet diese Seltsamkeit. Клетка с каким-то странным механизмом. Интересно, для чего он? Jetzt überall der Strom ausgefallen und nur in der Küche. Was hat denn eine Glühbirne oder sowas gefehlt, ne? Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken, da sitzt hier Alter einfach da rum. Нечем поджечь. Magazine, Zeitschrift, Radio ist eine monatlich erscheinende wissenschaftliche und technische Zeitschrift. Als Kind mochte mein Vater nicht nur die Kunst, sondern auch der Wissenschaft zugetan. VLKSM ist eine öffentliche Organisation, die die sowjetische Jugend vereint. Klappe halten. Streichhölzer. Okay. Fotos von der Rumänienreise meines Großvaters. Mein Vater erzählte, wie meine Großeltern für ein paar Tage dort gereist sind. Oh, Kerosin. Danke. Nimm ich doch gerne. Streichhölzer auch. Warum denn auch nicht?
Moment mal. Что? Откуда здесь взялась кровь? Welches Blut? Ich sehe nichts. Ich werde dir helfen, mein Sohn. Finde den Familienring, hab ich das schon gefunden. Это мой отец. Он хочет выяснить, что прокляло нашу семью. Mein Vater spielte gern Schach. Als Kind habe ich ihn immer geschlagen. Er wirkte ruhig, aber ich konnte den Zorn in seinen Augen sehen. Okay. Wer macht denn immer das Licht hier aus? Ey, lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Okay, Rosine, das ist schön. Früher wurden alle Maschinen selbst hergestellt, nicht so wie heute. Reichhölzer? Ich glaube, das sind mein Großvater und mein sehr junger Vater. Mein Großvater konnte ich leider nie kennenlernen, da er vor meiner Geburt verstorben ist. Diese Symbole, um was zu bedeuten? 24. Februar 1957. Hurra, meine Eltern sind endlich aus Rumänien zurück. Ich habe mich so ungewollt, als sie weg waren. Ach, unwohl gefühlt wahrscheinlich. Ich habe Angst, allein in der Wohnung zu sein, sogar tagsüber. Ich will nicht mehr, dass sie für so eine lange Zeit weggehen. Meine Eltern haben mir viele Geschenke und Souvenirs mitgebracht und vor allem haben sie Antiquitäten ersteigert. Mein Vater hat mir aber verboten, diese anzufassen. Sie haben alles in eine Speisekammer eingeschlossen. Ich hatte nicht mehr die Chance, sie zu sehen. Das muss eine Skizze meines Großvaters gewesen sein, nur mein Vater konnte damals schon so zeichnen. Wir speichern. Juhu! Das ist schön. Offenbar stammt meine Liebe für Rollspielzeuge von meinem Vater. Noch was Genaues zu sehen? Nö. Finde den Familienring. Ach, der ist jetzt nicht mehr da. Ach, das Blut meinst du? Нужно ja, passiert. Узнать, что за этой дверью. Naja, du musst meinen Code kennen. Darf ich mir erstmal den Code kennen? Kerosin, fantastisch. Okay, 11. März 1957. Kolja hat sich seit unserer Reise sehr verändert. Er begann meinen Blick auszuweichen und bezieht sich immer auf Müdigkeit. Wir kommunizieren jetzt weniger miteinander, trotzdem spricht er oft mit sich selbst, besonders am Spiegel. Koljas seltsames Verhalten hat auch Sascha beeinflusst. Er wurde eingeschüchtert und erfindet schreckliche Geschichten. Selbst die Nachbarn haben es bemerkt. Eine Packung Milch mit 0,5 Liter. Die Verpackung sieht ungewöhnlich aus. Na, das stimmt allerdings. Der gute alte Endhoff, mein Vater, hat mir erzählt, dass sie ihn aus echtem Rinderfleisch gekocht haben. Miracles. Selbe. Oh, nur Glühwein, wer soll ich ja wohl lieber. Mein Vater hat schon immer kleine Dinge in Behältern aufbewahrt. Anscheinend hat es ihm seinen Großvater vererbt. Dafür brauchen wir was, damit wir das aufkriegen.
Mal so schief. Irgendeinen Behälter müssten wir finden und diesen zerbrechen. Das geht aber nicht auf. Weiß aber nicht mehr, wo dieser war. Wenn ich ehrlich bin. Das habe ich vergessen nach den 3 Monaten. Das ist hier auf einmal Licht. War doch irgendwo mal ein Behälter in der Demo, den man kaputt machen konnte. Ich weiß echt nicht mehr wo. Laut Beschriftung handelt es sich um Zeichencode. Damals gab es noch keine Marker. Okay. Meine ich auch. Selbe Spiel sogar zu Kind, okay, es findet zu gruselig, ist klar. Эй, вы меня слышите? Кто там? Николай Сергеевич, вы опять за свое? Уже ночь на дворе, хватит шуметь! Я его внук! Пожалуйста, вызовите полицию, я не знаю, как я тут оказался! Какая полиция? Совсем из ума выжил. Я вас предупредила. Постойте! Мне нужна ваша помощь! Да что это такое? Это ужас просто. Ich bin echt am Verzweifeln. Hier unten irgendwas? Ah, guck mal hier, eine Glühbirne ist drin. Die brauchen wir für die Küche. Okay. Finde einen Weg, Vogelgewicht zu öffnen, die Familie ringt wieder raus, was sich in der Speisekammer verbirgt. Finden wir jetzt hier irgendwas, was wir benutzen können? Nachdem wir wieder Licht haben. Also ja. Der Verrückte.
Geht da weiter nach rechts. Sagt uns das gar nicht. Und zieh mal Stöpsel. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, vielleicht mache ich auch einen Cut an der Stelle und hau die andere Hälfte beim nächsten Mal raus. Ich glaube, alles schaffe ich heute Abend. Es ist schon 10 Uhr. Похоже, выбило щиток в подъезде. Entweder von einer Tür oder einer Box. Что за... Кто здесь? Tür oder Box? Ah, jetzt können wir machen, okay. Open. Bücher, ein grünes Buch und ein Buchregal. Ja. Oder auch ein blaues. Denn ein Bild mit einem Schiff. Und das Buch raus und ein Schiff oder sowas ähnliches. Ein Bild mit so einem Schiff. Hier. Anleitung für den Vogelkäfig. So funktioniert es. Lege ein Gewicht mit 500 Gramm auf die Waage in der Mitte der Käfigtür. Das Gewicht muss so lange auf der Waage bleiben, bis der Mechanismus vollständig geöffnet ist. So, was findest du, 500 Gramm wiegt? Nein, mach die Kerze an. Das nicht. In der Küche. Flasche, so wie es auf dem Etikett und den Geruch basiert, ist ein Lösungsmittel. Oder wofür?
Was ist das hier? Ein Schlüssel zur Vordertür. Möglicherweise ja. Stimmt, weiß man nicht. Alles so ganz schön wirr hier. Auf jeden Fall anders wie in der Demo. Spiel gespeichert. Видимо, это и есть щиток. Нужно вернуть свет в квартиру. Нужно как-то снять замок с щитка, иначе мне не включить свет. Ach so. Lösungsmittel. Ну nicht, wieso geht das nicht? Не поддается. Ой, не, Keller soll mal gehen. Eine Karte rüber im Großvater. Guten Tag, Nikolai. Sergejewitsch, mein Name ist Professor Novikov und wir haben uns auf der Aktion in Rumänien gesehen. Ich komme gleich zur Sache. Ich möchte Sie wegen Ihres Kaufs ermahnen. Der Scheck, den Sie ausgestellt haben, hat sich ungültig herausgestellt. Ich weiß nicht, ob das versehentlich passiert ist oder absichtlich. Ich bitte Sie, mich so schnell wie möglich zu kontaktieren, damit wir die Situation klären können. Den Artikel können Sie in der Zwischenzeit behalten. Mit freundlichen Grüßen, Dimitri Novikov. Reicht das Zeug noch? Ja, genau. Kann ich verwendet werden? Warum denn nicht? Kombinieren hiermit? Nee. Lösungsmittel kann man mit irgendwas kombinieren. Сначала мне нужно вернуть свет в квартиру. Ja, was mache ich denn aber jetzt, wenn es nicht geht? Klemmt hier irgendwas? Kann ich was öffnen? Nee. Ich verstehe nicht, was ich jetzt machen soll. Nee, поддается. Auch nicht bewegen. Neun, achtzehn, sieben, das ist was anderes, hat damit nichts zu tun. Kann ich hier unten was öffnen? Nee. Wenn ich noch weiter hochgehe, was denn? Ah.
Guck mal, das ist aus der Demo. Kann man kaputt machen. Was ist das hier? Drei Schützer. Und was zu lesen. Liebe Vera, ich kann es mir nicht mehr ertragen. Wir müssen eine Sammelklage gegen die Nachbarin von unten einreichen. Natürlich verstehe ich, dass Nikolai Sergejewitsch ein Mann der Kunst ist und nachts arbeitet und uns wach hält. Aber diese schrecklichen Heulgeräusche lassen mir keine Ruhe und ich denke, allen anderen Nachbarn auch nicht. Ich habe Mitleid mit ihrem kleinen Sohn, der oft allein in der Wohnung lassen wird. Aber nach dem Lärm in der Wohnung zu urteilen, haben sie mindestens drei Kinder. Außerdem habe ich ein Treppenhaus aus einem Porzellandöschen gefunden. Falls es wichtig ist, ich habe es ins Regal gestellt. Не поддается. Blaues Zeichen. Wir haben den Ring gefunden. So, was ist jetzt die nächste Aufgabe? Überprüfe den Schaltkasten am Eingang, finde etwas, um das elektrische Panel zu öffnen. Товарищи, это какая-то ошибка. Мы с супругой целый день на работе. Мы все про вас знаем, Николай Сергеевич. Мы найдем на вас управу. Я уверен, что мы можем разрешить все без агрессии. Окей. Und noch was? Leuchtet der Ring hier? Nee. Ich weiß, du kannst nicht mehr. Ich bin jetzt schon langsam. Ich höre schon auf zu rennen. Noch höher? Oh. Не поддается. Hallo Galina, hast du schon von den Nachbarn aus dem 90. Stock gehört? Sie wissen ja, dass Nikolai Sergejewitsch ein fleißiger Arbeiter ist und das Licht in der Wohnung auch nachts ausgeht. Um Strom zu sparen, haben sie etwas an den Stromzählern gezwickt. Natürlich wurde dieser Vorfall gemeldet, jetzt ist ein Schloss an den Zählern. Sie sollen genauso ihren Strom bezahlen wie alle anderen. Wissen Sie zufällig, wann es wieder heißes Wasser gibt? Ich habe keine Lust mehr, mit Töpfen zu waschen. Okay. Не поддается. Und noch weiter nach oben. Не поддается. Черт! Надо бежать! А вон?
не поддается. Sehr furchtbar. Schalte das Licht der Nachbarn aus. Ach du liebe Zeit. Dann kommt das Symbol hier. Ach, okay, jetzt weiß ich. Ist deshalb so wütend auf uns gewesen? Die Bierflasche habe ich nicht umgeworfen. Jetzt war nicht zu. Schließen wir ab. Okay. Spiel speichert. Oh Gott, ich glaube, ich mache jetzt auch mal eine Pause. Dann cutte ich das eben in zwei Teile, das ist nicht so schlimm. So, muss ich aber vorerst speichern. Dann, meine Lieben, würde ich sagen, mache ich eine Pause an der Stelle und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde mal sehen, wann ich das für euch raushaue. Wahrscheinlich morgen am Freitag. Am Donnerstag, den 1. August, den ersten Teil. Und am Freitag kriegt ihr zu Resident Evil den Rest, denke ich mal noch. Ich glaube nicht, dass es dann noch so lange geht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.